Welche Investitionsarten werden unterschieden? Nun machen wir uns eine Struktur der Lösung und nehmen mal vier auf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aber man kann zum Beispiel unterscheiden eine Erstinvestition, eine Ersatzinvestition, eine Erweiterungsinvestition und eine Rationalisierungs. Investition. Entschuldigung, Erstinvestition, das zweite Wort ist immer gleich, Ersatzinvestition, Erweiterungsinvestition, Rationalisierungsinvestition. Ich überlege gerade, ob das so hundertprozentig überschneidungsfrei ist. Wir haben den Unterschied zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestition schon geklärt. Ersatzinvestition bedeutet im Prinzip alt raus, neu rein. Alt raus, neu rein. Erweiterungsinvestition bedeutet Kapazitätserweiterung im weitesten Sinne. Ja, das kann sein, dass man zusätzlich einen PC kauft und damit die Rechenkapazität zum Beispiel erweitert. Es kann auch sein, dass man eine zusätzliche Maschine kauft und die Produktionskapazität erweitert. Eine Erstinvestition bedeutet, dass man die Investition zum ersten Mal macht. Und eine Rationalisierungsinvestition ist eine Investition, die die Wirtschaftlichkeit verbessert. Es kann sein, dass die Ersatzinvestition, wenn man gleichzeitig eine Rationalisierungsinvestition ist, das kann sein, wenn man nicht sagt alt raus, neu rein, sondern alt raus, was Besseres rein. Besser bedeutet schneller und kostengünstiger. Bei der Erweiterungsinvestition könnte es sich unter Umständen auch um eine Rationalisierungsinvestition handeln. Also ganz überschneidungsfrei ist das hier nicht. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.